Wie gut ist das Haarstyling-Produkt Knight Rider von Kevin Murphy? Starten wir mit der Verpackung. Eine schwarze, eckige Plastikschachtel zum Aufklippen. Finde ich richtig nice. Endlich mal was anderes. Der Geruch, leicht wachsig, herb und minimal zitrisch. Finde ich nice. Die Ingredients, 3/4 gut, 1/4 nicht gut. Der Claim des Produktes, maximale Halt, maximale Textur, maximale Kontrolle und ein mattes Finish. Perfekt für die Nacht, deshalb Knight Rider. Let's see if it's true. Meine Vorherfrisur ungestylt. Zwei Drops Arganöl, as usual. Göttlich. Weiter geht's mit Knight Rider. Die Konsistenz. Härter als gedacht für eine Paste, aber dennoch cremig genug. Nach kurzem Verteilen und Reiben in den Händen verschwindet das Produkt komplett in den Händen. Heißt, das Auftragen funktioniert gut. Kommen wir zum Styling. Das Styling mit dem Produkt gefällt mir gut, aber man muss sich tatsächlich ein wenig beeilen, denn das Produkt härtet im Haar relativ schnell. Haarspray brauchen wir nicht. Das Vorher-Nachher-Ergebnis. Halt! Endlich steht mal das drin, was drauf ist, und zwar guter Halt. Das kann ich an dieser Stelle auf jeden Fall bestätigen. Mattes Finish ist ebenfalls korrekt, aber ich habe das Gefühl, es gibt noch so einen leichten Glanz auf den Haaren, was aber nicht schlimm ist. Wie sieht es mit der Austauschbarkeit und dem Preis des Produktes aus? Interessanterweise lässt sich trotz des starken Haltes das Produkt sehr gut aus den Haaren entfernen, auch nur mit Wasser. Kommen wir zum Preis. Das Produkt kostet, je nachdem wo ihr es bezieht, zwischen 30 und 40 Euro und bekommt dafür 100 Gramm. Für wen ist das Produkt geeignet und kann ich das Produkt empfehlen? Ja, man kann das Produkt auf jeden Fall empfehlen. Ein gutes Produkt, welches wirklich ordentlich Textur verleiht, einen guten Halt hat und ein mattes Finish verspricht. Also wirklich ein Daumen nach oben. Die Kevin Murphy Texture Paste ist für dünne bis dicke Haare sowie für kurze bis mittellange Haare gleichermaßen geeignet und vor allen Dingen für die Leute perfekt, die einfach mehr Struktur, mehr Textur in ihren Haaren haben wollen, gleichzeitig einen richtig guten Halt wünschen und auch noch ein mattes Finish haben möchten. Totale Punktzahl für die Texture Paste Knight Rider. Knight Rider erhält 42 von 50 möglichen Punkten. Link zum Produkt wie immer unten in der Box und jetzt viel Spaß beim Haarestylen.